Göble spricht als nächster Redner vom Bündnis 90 Die Grünen. Ja, danke. Es stimmt ja, Herr Minister, vor in der vorletzten Legislaturperiode waren wir uns einig in diesem Hause, dass man gemeinsam die Neonazis, die Nationalsozialisten, nicht nur die im Untergrund, bekämpfen muss. Und wir hatten uns auch vorgenommen, vieles gemeinsam zu machen. Diesen Weg verlassen Sie jetzt, indem Sie hier einen Gesetzentwurf vorlegen, wo Sie eigentlich, wenn überhaupt was regeln, dann die alten Regeln, die vorher in Verwaltungsvorschriften waren oder Übungen waren, ins Gesetz schreiben. Damit wären die aber nicht besser. Und damit verhindern die nicht solche schrecklichen Straftaten wie die, die 10 Jahre lang verübt worden sind. Vielleicht muss ich zunächst mal mit dem Begriff aufräumen. Vertrauensleute sind nicht Leute, die Vertrauen verdienen. Sie haben ja gesagt, man muss keine Sympathie haben. Ein anderer hat gesagt, der Kollege Lischka, das müssen keine sympathischen Leute sein. Und dann wurde sogar aus den Reihen der SPD formuliert, man sollte den V-Leuten die Sicherheit in diesem Staate anvertrauen. Darf ich Sie darauf hinweisen, dass die V-Leute, um die es hier geht, die diese schrecklichen Verbrechen mit möglich gemacht haben und deren Versagen bei der Führung das mit möglich gemacht haben, dass es sich dabei um rechtsextreme Rassisten, Neonazis und bekennende Nationalsozialisten gehandelt hat. Ich will doch die Sicherheit in diesem Lande nicht solchen Leuten anvertrauen. Wo kommen wir denn da hin? Und Sie dürfen nicht übersehen, das konnten Sie sogar im Fernsehen sehen, dass Leute wie Piatto, wie Timo Brandt oder Corelli ja nicht irgendwo nur Informationen geliefert haben, sondern auf Demonstrationen und Kundgebungen die Einpeitscher der Neonazis gewesen sind. Führer an denen, Sie konnten die am Mikrofon sehen, wie sie sich da aufgespult haben, wie sie die Leute aufgehetzt haben. Und denen wollen Sie die Sicherheit in diesem Lande vertrauen, das ist ein unmöglicher Gedankengang. Jetzt komme ich zu den einzelnen Punkten. Hätte denn das geholfen, wenn das damals schon gegolten hätte, das Gesetz, was Sie jetzt vorgelegt haben? Timo Brandt hat sich gerühmt, bis er jetzt wieder in Haft gekommen ist, hat sich gerühmt, dass er die vielen Hunderttausende von Geldern eingesetzt hat für die Organisation, für den Thüringer Heimatschutz. Wäre das durch so ein Gesetz verhindert worden? Nein. Timo Brandt hatte 35 Strafverfahren, strafrechtliche Ermittlungsverfahren, wo nicht ein einziges zu einem Prozess und einer Verurteilung geführt hat. Würde das jetzt anders sein? Nein. Sie schreiben in das Gesetz rein, Sie geben da praktisch eine gesetzliche Grundlage für in Zukunft, dass man die wegen Straftaten, die sie begehen in dieser Zeit, dass man sie deshalb nicht zur Rechenschaft ziehen soll, strafrechtlich, und geben dem Staatsanwalt die Möglichkeit, das einzustellen. Was bisher halblegal im Verborgenen passiert ist, das setzen Sie jetzt auf eine gesetzliche Grundlage. Oder nehmen Sie Piatto. Piatto hat ja nicht nur, war ja nicht nur ein wegen Mordversuch, einem grauenhaften Mordversuch Verurteilten im Gesetz angeworben worden, sondern ihm ist die Möglichkeit geschaffen worden, aus dem Gefängnis heraus in Brandenburg Neonazi-Zeitschriften wie den Weißen Wolf rauszugeben. Als die Gefängnisleitung eingeschritten ist, ist der Verfassungsschutz hingegangen und hat gesagt, unser Mann muss weiterarbeiten können. Den holen wir weiter täglich mit Dienstwagen ab und fahren ihm zum nächsten Neonazi-Treff. Ist das ausgeschlossen jetzt, wenn Ihr Gesetz in Kraft geht? Doch nicht, Herr Minister. Wie soll dieses Gesetz dagegen helfen? Das ist keine Ermessensausübung, sondern das ist die Ideologie, die dahinter ist, dass die Verfassungsschutzbehörden der Meinung sind, sie stehen außerhalb des Gesetzes und sie können machen, was sie wollen, Hauptsache die Quelle sprudelt. Und ihnen ist völlig egal, welche Quelle da sprudelt. Das kann nicht Aufgabe des Gesetzgebers sein, sowas zu ermöglichen. Deshalb kann man diesen Gesetzentwurf nur ablehnen, weil er hilft überhaupt nicht gegen diese Missstände, gegen die wir
gemeinsam angehen wollten und für die wir Gesetze schaffen wollten, einschränkende Gesetze. Es gibt keine einschränkenden Gesetze, die das Versagen verhindern würde in Zukunft. Deshalb sind wir dagegen. Und ich kann nur dringend an Sie appellieren, packen Sie das ein, was Sie uns hier vorgelegt haben, und treten Sie in vernünftige Diskussion nach dem Motto, wie wir das hier hatten, eine ganze Legislaturperiode lang praktiziert haben: Die Gemeinsamkeit der Demokraten, die muss sich auch in Gesprächen über dem, was man jetzt in Zukunft macht, artikulieren und nicht von Ihnen so ein Law-and-Order-Gesetz, was völlig daneben geht, vorgelegt wird. Als letzter Redner in der Debatte hat